Ready? Let's go. So, ich mach mir so ein bisschen Stärk. Und. Servus. Peter. Jörg. Das wird auch da, meistens da wird es eingeblendet. Okay. So, hier, kannst du es hier machen? Geht das irgendwie so? Es ist vermutlich leicht, um deine Hände dorthin zu biegen, als es tatsächlich woanders einzublenden. Nee, I like to fuck shit up. Ja. Yeah. Ich mag einfach das Template nicht ändern. Es ist okay, ich verstehe es. Okay. Deswegen werden die Hände einfach so... Ja, voll. Okay. Wie immer fangen wir an mit Shoutouts. Yes. Wen tun wir? Also, Fan oder Fun? Ja, Fabio, du musst uns schreiben, wie oder uns eine Sprachnachricht. Eine Sprachnachricht, wie man es ausspricht. Wie man dein Solo-Projekt bespricht. Und außerdem mit dem kannst du uns gleich ein paar weitere Nummern schicken. Weil die eine ist zu cool, ne? Aber nicht genug. Fein, Bruder, das ist not enough, Bro. Wir brauchen mehr von dir. Ja. Wie sagst du? Ich habe es jetzt einmal gehört, muss ich ehrlich sagen. Oh, okay. Ja, es fängt so super verspielt an und umso länger die Nummer geht, umso filthier wird sie. Ja. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Sie declined, ja, quasi, und wird dann ur-angry im Vergleich zum Anfang. Ja. Am Anfang habe ich mir vorgedacht, okay, er geht so echt mehr so in die Math-Rock-Richtung. Ja. Took a sharp turn right into breakdown lane. Yeah, surprise, motherfucker. Yeah, surprise. Wer uns hoffentlich auch bald neue Musik schickt, also nicht nur hoffentlich bald, sondern es gibt ein Datum. Mountain. Ja. Yeah. Da freue ich mich schon sehr. Philipp and the Autos. Ja. Naja, ich hoffe, dass zusätzlich zum Album... Übrigens, das mit Bart und Release-Datum. Vermutlich wird diese Folge nach dem Release. Ja, voll. Also das gibt es schon. Wird es schon eine Nummer geben. Und wir haben es auch wirklich schon gehört. Es gibt eher einen Teaser. Ja. Ja. Post-Rock vom Fansten. Vom Berg. Ich hoffe, dass es zusätzlich zum Album irgendwann ein Hörspiel gibt. Vom Philipp, wo er einfach nur erzählt, von wie es ihm so geht und was er sich dabei gedacht hat, dieses Album zu schreiben. Und all seine Voice-Overs macht. Ja. Diese kleine Studio-Doku ist sehr zu empfehlen. Greatness. Sehr zu empfehlen. So How-to-Studio-Doku. Ja. 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 Be like Mountain. Ja. Weiterer Shoutout. Ich weiß auch nicht, wie ich das aussprechen muss. Minsk? Ja, anscheinend Minsk. Ja, voll. Ein Sprössling von Athos, ja, vom Urgestein. Kommt auch ein neues Album. Den Titel, alles habe ich eingeschrieben, das ist so ein Botzen-Titel. The Amendment of a Cosmic Fault. Damn. Das ist die Single. Ja, ja. Das Album ist Chapter 1, Obliterating Perfection. Noch im Juni 2020. Words to live by. Ja. For... I don't know, mir kam es vor, so wie die progressive Black Metal, also für Leute, denen Opeth taugt und dann Blast Beats hinten nach zum drüberstreuen. Minsk is the way to go, ne? Mit einem super schönen animierten Video, ist alles sehr, sehr, sehr stimmig. Mhm. Kommt auch aus dem Geiste von einer Person, ne? Kennen wir vor. Ja. Und wen haben wir noch? Septic Flesh. Genau. Bringen eine DVD raus. Oder über, Blu-ray, oder was ist es alles? DVD, Blu-ray. Über Seasons of Mist. Ja. Nämlich, da haben sie in 2019 in Mexiko. In Mexiko gespielt, genau. Mexiko mit gespielt. Einem Orchester. 100 Mann auf der Bühne. Ja. Also in diesem Preview, es gibt ein Preview, natürlich auch in Link in the Description below. Ja, ein Boxen-Trailer. Ja, und wenn der Chor einsetzt, ist Gänsehaut. Ja. Das ist. Das muss auch als Musiker auf der Bühne, wenn du da stehst und dann kommt nicht irgendwelche Samples und Strings nein, und irgendwas, sind sondern ein paar Leute, die schreien, mit ne? Druck. Voll. Das muss schon sehr mächtig sein. Also ich egal, es gibt ja mehrere Metal-Bands, die mittlerweile mit Orchester gespielt haben. Egal welche, wenn da ein Chor dabei ist, der die Voices macht, da kriege ich immer Gänsehaut. Das und Blechbläser. Ja.
Und dann ist Septic Flesh auch schon sehr epische Musik, die sich da super eignet. Also bin ich schon sehr gespannt. Yes. Ich hab ein paar Stories gehört halt schon von Kerim, wie die Response war. Und ich glaube, das war einfach so der Ur-Clash von Publikum und Orchester. Und das hat sich gegenseitig auf. Wie viele Leute mit so einem Monatsabo waren, glaubst du, dort? Die so ein Monatsabo-Oper haben, die so, oh, schau mal das einmal an. I don't know. Keiner. Keiner? Glaube ich. Oder vielleicht das eine Pärchen, das sich verirrt hat und so, Septic Flash. Okay, klingt spannend, was ist das? Oh. Das wäre interessant, um diese Leute mal zu finden und zu fragen, was. Und? Schon mal Metal gehört? Ja. Wie? Ich denke mir auch immer, ich finde das ja immer so schön, wenn man dann die Schlagzeuger sieht, wo sie eh schon schön brav die Plexiglaswände aufgebaut haben, damit die... Kannst du bitte leise spielen? Ja, kannst du bitte einfach blasten, aber... Piccolo blasten. Ja. Na, auf jeden Fall sehr gespannt. Brad ist... Ja, voll. Ich freue mich drauf. Ja. Über was magst du reden? First times. First times? Not those first times. Nein, schon szenebezogen. Okay. so als Themenvorschlag haben wir bekommen, erste Bands. Erste Bands. Nein, das ist schwierig, dass man das für uns beide nimmt. Ja, das ist richtig. Deswegen müsste man das Thema ein bisschen erweitern. Ja. Also eben erste Male oder man kann sagen, nicht nur erste Band, in der man gespielt hat, sondern erste Band, die man live gesehen hat. Das ist eine einfache Frage. Also, es ist eine einfache Frage, aber ist dein Gedächtnis so gut? Erste Metal-Band, die man live gesehen hat. Ja, ja. Mhm. Wow, das war. Oh, sorry. Check. Das war sogar eine lokale Underground-Band, glaube ich. Die haben Marbath geheißen. Marbath. Ja, voll. Waren so pretty straight Death Metal. Mhm. Richtung Cannibal Corpse. Okay. So in die Richtung. Im Unplugged, es gibt das Replugged, es gibt so von dem, das, ich glaube, das Unplugged war es. Wow. Und aber sie haben schon verstärkt gespielt. Hä? Sie haben... Ja, voll. Ja, bitte. Hey, es... Nein. Passt, ist okay. Nein, okay. Sie haben wirklich Amps auf der Bühne und laut und schier und Blast, ganz wichtig, weil sonst kein Death Metal. Und ja, ein damaliger Buddy von mir und ich, wir waren halt dort und wir haben gesagt, boah, hey, das ist ein Metal-Konzert und die Leute kommen und wir machen selber T-Shirts. Und da haben wir selber Marbath-T-Shirts geprintet. Ja. Cool. Und das Lustige war, der Sänger, der Thorsten, hat mir irgendwann erzählt, es gab so einen Moment auf der Bühne, da hat er uns beide gesehen, aber wir haben uns noch nicht gekannt. Ja? Uns beide gesehen und ich glaube, seinen Gitarristen hat er gefragt, dass er, hey, seit wann haben wir T-Shirts? Ja? Und ja, da waren wir. Kann man auch also als erstes Mal Fanboy, kann man das? Das, hallo, wenn du dir das antust, dass du dir ein blank T-Shirt kaufst und das selber beprintest, ja, dann ist das schon Fanboy. Und da war schon aus meiner Sicht immer schon dieser das Plus-1-Szene-Support dabei. Mhm. Ja, weil wenn man da hingeht und möchtest die Band möchtest du durch größer machen, dass du da stehst mit einem T-Shirt und was, du kennst Marbeth nicht, ich meine, schau hier. Ja. Fan der ersten Stunde. Es war sogar das erste Konzert von ihnen, glaube ich. Ja. Kann mich irren, aber ich bilde es mir ein, dass sogar ihr erstes Mal war. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute... Ich glaube, es wird keiner nachprüfen. Wenn es wer nachprüft. Also, ja. Das erste Konzert, das ich gesehen habe, was in Metal-Richtung geht, war... In meinem Heimatort gibt es zwei, sagen wir mal, Donauinselfeste. Okay, geht die Donau so weit drauf? Ja. Geil. nein, also gratis, Open Air und so weiter. Und ein kleineres und ein größeres. Am kleineren, ich glaube, das war das erste wirkliche, was ich wahrgenommen habe als ich gehe dorthin, weil ich das sehen will und nicht ich bin dort. Ja. Sondern ich gehe hin, weil mich die Musik interessiert und begeistert.
Es war zumindest eine nationale Band namens Entwined. Okay. Es war quasi seichterer Metal, Nu Metal, so etwas. Irgendwo zwischen Alternative und Metal hat sich das bewegt. On the verge of. Ja, und ich war dann auch sehr begeistert, weil danach sind ja auch noch so Sidestage gestanden und haben mit ihnen reden können. Und, aber erstes wirklich Konzert, wo ich sage, das ist eine internationale Band, wo ich auch ein Ticket gekauft habe und irgendwas, war erste Europa-Tour von Trivium. Ah, okay. Und wie wir wissen, bist du ein huge-ass Trivium-Fan. Richtig. Ja. Geprägt. Bei mir war es Fear Factory. Ist an sich auch ein gutes erstes Erlebnis der Metal-Welt, der internationalen Metal-Giganten, kann man schon sagen. Das ist sehr richtig. Da waren sie mit dem Archetype-Album, waren sie auf Promotour. Mhm. War Dino Casares nicht dabei. Ne? Huh? Ja, voll. Dino, es gibt von wahrscheinlich kennen Sie von Roadrunner United war. Yeah. Wo man so schön sieht, so, er nimmt einen Riff auf und er hat das mit dem Copy-Paste immer schon sehr ernst genommen. Ja. Yeah. Das ist dieses, nein, ich hab's einmal gespielt, kopier's halt 20 Mal in den Track rein. Ist ja wurscht. Ja, voll. absolut legitim. Ja, und da ist es anders zugegangen. Also das war im alten Planet Music im 20. Wiener Gemeindebezirk. Gibt es nicht mehr. Und da war echt, ab dem ersten Ton war für eine Stunde lang Moshpit. Und die Leute haben sich da gegenseitig vernichtet. Mhm. Ja, Vorband war Mnemic. Ja, voll. Das war schon so. So kinder industrial, kinder gent. Hast du damals schon Musik gemacht? Selber? Ich habe selber schon gelernt. Zum Spielen, aber ich war eigentlich noch in keiner Band. War das dann, war welche dieser ersten Bands, die du live gesehen hast, wenn es überhaupt zutrifft, war dann so eine erste Band, wo du sagst, sowas will ich machen, so soll es sein? Das war eigentlich schon vorher. Okay. Also bevor ich mit 15 angefangen habe, Bass zum Lernen, war schon weit davor irgendwie mal, hey, eigentlich dieses Band-Ding ist, glaube ich, ganz cool. So, das, weil ich habe ja als Kind halt Akustikgitarre gelernt gehabt und bla bla. Und wie sich mein Musikgeschmack anfangs entwickelt hat, so mit 12, 13, eben so Deftones und stuff like that, ja, habe ich mir immer schon gedacht, eigentlich da auf der Bühne zu stehen und eine Gitarre zu schwingen, ist, glaube ich, ein ziemlich cooles Ding. Ja? Mhm. Und das ist ganz organisch halt gewachsen irgendwie. Das habe ich immer schon relativ zelebriert und zu Hause in meinem Zimmer irgendwie eine CD reingeschmissen, Auftritt auf 11. Und keine Ahnung, wie ich noch keinen Bass gehabt habe, mit einem Besenstiel, rocking out. Ja? Das war mandatory, das war in meinem Tag. Ja, also, ich muss noch eine Stunde. Das ich mein, ist mir nicht anders gegangen. Oh, ja. Ich habe dann halt nicht angefangen, ein Instrument zu lernen zu dieser Zeit. Ja. Was war dann deine erste wirkliche Band? Wo ich sage, das war seriös, das waren Horns of Hattin. Eine epic Death/Black-Metal-Band, mhm. Ja, mit einem Konzept und alles, also da ging es mehr oder weniger den historischen Templerorden und so die Conspiracies, die damit zusammenhängen. Ja, also eigentlich hat Assassin's Creed euer Konzept gespielt. Ja, voll. Ja. Wir warten jetzt noch auf die, wer war's, Ubisoft? Ja, oder? Ja, wir warten jetzt noch auf die Ubisoft-Kohle. It'll never come. Ja, so in die Richtung. Und das Konzept ging vom Markus Schlögl aus. Der hat sich das alles ausgedacht. Der hat auch die Fotos gemacht und Grafiken und Musik geschrieben und so. Und ja, über die bin ich eben als Musiker in deiner Stadt halt
drauf gekommen und hat wirklich eine Audition und da waren, die waren alle, die, alle Musiker waren so 10 Jahre älter als ich. Ja. Hallo. Ja, voll. Und ich war mit meinem ersten Warwick 5-Seite Rock Bass halt dort und habe 2 Songs bekommen, ohne Tabs, ohne Noten und irgendwas, ich mir alles raushören müssen, selber Bassspuren schreiben. Und dann bin ich vor denen gesessen und denen gesagt, auf Play gedrückt und so, und Spiel, geht schon. Ja. Cool. Ich habe geglaubt, das ist, ja, das machen wir mal ein Spiel, jetzt machen wir mal so eine Bandprobe oder so. Ja, ja. Die zwei sind da gesessen, so wie wir und da drüben. Und dann gesagt, so, auf geht's. Fubar. So als erstes Erlebnis sicherlich, nein, sicherlich hart. Angeschissen habe ich mich. Ja, weil natürlich habe ich mit denen geschrieben gehabt und habe gewusst, okay, gut, die haben schon mit anderen Projekten namens was gab's, Cryosphere und Vax Ricket, ja, die es jetzt im Übrigen wieder gibt für alle Black Metal Fans draußen, cooles Ding, haben die schon irrsinnig viel live gespielt und sind herumgetourt und alles und das waren Titanen für mich auf einmal und ich bin, was habe ich gemacht, in der Kirche habe ich ein paar Mal gespielt, ja, so, ja, und halt eine Hobbyband gehabt, aber die kam nie aus dem Proberaum raus und dann war auf einmal, ja, okay, wir machen das und wir schreiben Musik und Concept and shit, ja. Was war nochmal die erste größere Band, mit der du zusammengearbeitet hast, wo du gesagt hast, du roadiest? Naja, halt, also lokal, wie gesagt, wirkliche Band habe ich ja nicht gehabt, aber ich habe schon irgendwann gemerkt, so, ich will aber irgendwie in diese Welt irgendwie rein, weil es mich taugt und weil meine Freunde dort sind und sich bewegen dort. Also hat das angefangen mit eben eine Band von sehr guten Freunden von mir, was mehr oder weniger eine Art Dream Theater Spin-Off-Band war. Also so, wir wollen Dream Theater sein und wir wollen auch eine eigene Band haben. Ja. War rein instrumental. Aber und das, die Messlatte eh schon mal sehr... Ja, es waren noch 3 sehr, sehr gute Musiker. Holy shit. Mhm. 2 davon absolut autodidakt. Sehr, sehr guter Schlagzeuger und sein Cousin ist ein sehr guter Shredmaster. Und haben einen wahnsinnig guten Bassisten gehabt. Aber der war halt classically trained. Okay. So. Also für den war das kein Problem, was dem da... Nein, also der hat sich halt so John Myung, who the fuck. Ja, den habe ich vorgestellt bei mir. Nein, Band hat Echoes Hill geheißen, was eine direkte Reference zu einer Lyric-Stelle ist. Okay, also wirklich eine Hommage. Ja, voll. Und hat auch dementsprechend die Musik so komplex aufgebaut. Und, ja. Also für, keine Ahnung, da waren wir 15, 16, 17... Um dann so engagiert zu versuchen, mit Dream Theater mitzuhalten, schon beachtlich. Star und war Art Mode, ja. Ja, war auch sehr interessante Musik und da, weißt du, so, das ist schon lange her und da war es nicht so einfach, Home Recording zu machen. Das hat es nicht gegeben. Ja, da hast du mal vielleicht so einen Line 6 Pod gehabt, dass irgendwas, eine Gitarrenspur, ein bisschen was aufnehmen konntest. Ja. Also da die ersten CDs und so, das war schon wirklich cool. Das war die erste Band, wo ich was supported habe. Da habe ich das EP-Cover fotografiert, analog noch. Weil was war das? Das war in einer römischen Ruine in Traben-Trarbach. Sind wir 4 Stunden hingefahren, weil einer von der Band gesagt hat, ich war mal im Urlaub, da gibt es eine römische Ruine. Oh, no. 4 Stunden hin und dann wieder 4 Stunden heim. Ja, voll. Was das wert? Die Experience, ja, das Foto. Nicht? Okay. Das Foto war ein klassisches Wir sind eine Metal-Band-Foto. Also ein Faith Plus One-Konzept. Yeah. Geil. Ja, super. Und dann halt, der eine steht in einem alten Fenster von der Ruine auf einer etwas höheren Ebene, der andere steht davor und lehnt sich wo an. Also wirklich. Großartig. Faith Plus One bei einer römischen Ruine, das passt schon. Ja. Dafür 4 Stunden gefahren, in einem alten Volvo, der dann nicht mehr wirklich wollte. Aber ihr seid noch heimgekommen? Ja, voll. Cool. Also in der Früh hin, Fotos gemacht, Papier reingehauen, heimgefahren. Oh, nice, auf Outbildung. Ja, war ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Und es war auch in der Hinsicht das erste Mal, wo ich gesagt habe, so, ich bin nicht nur irgendwie, ich kenne Leute in einer Band, sondern ich bin zumindest peripher Teil einer Band. Mhm.
auch, obwohl ich kein Musiker bin. Ja, ja, ja. Also das war schon ein sehr cooles Erlebnis und hat mich sicher geprägt in der Hinsicht. Genau, danach hat sich diese Band halt immer wieder ein bisschen verändert mit anderen Freunden, die dazukommen sind. Mhm. Haben schon hin und wieder live gespielt, aber war jetzt nie so, dass sie wirklich aktiv was gemacht okay. haben. Und dass sie ambitionierter waren und das irgendwie genau, tun lassen. Ja, und dann eine also zwei etwas größere Bands waren auch von Freunden von mir. Mhm. Eine namens Darkest Dawn war eine straight-up Metalcore-Band. Und dann Two Days Left, wo tatsächlich der Gitarrist und quasi Mastermind jetzt ein sehr, sehr guter Engineer ist, mhm. der so Within Temptation, Epica, solche Sachen engineert jetzt. Also das ist sehr cool, wie das geschafft hat. Und dass er da so wirklich angefangen, daheim alles selber produzieren, mhm. irgendwann dann eine Ausbildung gemacht, für halt, dass man ein Papierl hat, damit es legit wirkt. Was sicherlich vor 10, 5 Jahren noch wichtiger war wie jetzt. Ja, voll. Und hat dann halt in Studios angefangen zu arbeiten und macht jetzt eben Arian with the Temptation, Epica, solche Sachen. Mhm. Was sehr cool ist, also freut mich viel. Epic Metal Stuff. Genau, cool. und die erste, sagen wir mal, Huge-Ass Band, wo ich was gemacht habe, war wie ich eine kleine Westeuropa-Tour geroadet habe für Spoxbeard. Das war, also die Typen sind immer noch Helden für mich. Naja. Prog-Rock, Prog-Rockers, extrem. Und du bist auf die zugekommen, dass du sagst, hey, ja, es war, Fan, braucht sie Roadie oder? Nein, es war tatsächlich für eine bestimmte Show, haben sie ausgeschrieben. So, mhm. hey, da fehlen uns ein paar Leute, Stagehands und was auch immer. Und ich habe das Management dann angeschrieben, so, hey, ich bin Student, ich habe Zeit. Naja. Und ich kenne mich zumindest aus, mit wie ich was anstecke. Mhm. Und haben gesagt, ja passt, kannst du diese Dates, Holland, Belgien, Luxemburg, Deutschland. Not a problem. Nein, nicht so unentgangen, passt schon. Okay, geil. Sehr cool. Aber irgendwie Kontakt mit der Band oder so? Nein, also das ist wirklich rein übers Management gegangen. Also, ja. Natürlich so halt jeden Abend ein bisschen plaudern, aber ich war so, it's a roadie. Ja, we ja. don't talk to them. Oh, we don't do this. Nein, ich denke, wenn du eine international tourende Band bist, die in einem anderen Land oder Kontinent sogar tourt, dann hast du 2, 3 eigene Tags mit mhm. und den Rest von der Crew holst du local. Ja. Und die Leute sind dir auch herzlich egal, blöd gesagt. Also du willst mhm. natürlich schon, dass die gut mit deinem Equipment umgehen und dass die Leibern zu dir sind. Aber ja. Das sind jetzt nicht Leute, mit denen du dich wild befreundest oder so. Ja, was nicht unbedingt sagt. Nein, es ist nicht möglich. Ja, und für alle da draußen, Leslie Rotary Speakers sind fucked up schwer. Sollte man zu dritt heben. Ja. Hm. Ja. Coole Sache. Caps. Alles scheiße. Zum Zahn. Alleine. Die alleine. Fußball. Ja, geht nicht. Nein. Gibt's, ja, weil wenn ich sage Fußball, gibt's Jobs, wo du sagst, na, die hätte ich jetzt besser nicht annehmen sollen? Oder was war das erste Mal, wo du gesagt hast, fuck, warum habe ich jetzt Ja gesagt zu dem? Warum tue ich das? Lustigerweise sind das eher Sachen, die mir erst passiert sind, die ich schon nach Österreich gezogen bin. Die Szene in Holland, wo ich war, war halt wesentlich kleiner. Sehr, ja. Das war ein Einzugsgebiet von 150.000 Leuten. Mhm. Da sind nicht so viele Bands und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit allen Bands wirklich befreundet bist, einfach sehr viel höher. Yes. Abgesehen davon war ich auch einfach noch nicht auf einem Level, dass ich sagen konnte, ich arbeite mit Bands zusammen, weil sie meine Arbeit kennen und mhm. sie halt das, das ist cool, schreib mal den an. Das war damals einfach noch nicht. Aber hier waren schon ein paar Sachen. Also zum Beispiel, da war ich relativ neu. So, ja, wir spielen einen Gig, Max. Ich habe gehört, du machst Konzertfotografie. Ja, wo spielst du? Café Carina. Ah. Ja, und das, wenn... Okay, und das war so ein Gig, da waren halt dann 8 Leute. Nein, ich war das Publikum. Okay. Ich meine, zugegeben, das Café Carina, wenn dort Publikum ist, kannst du eh nicht mehr fotografieren. Schwer, das ist echt schwer. ja, also das war so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, should have known, yeah. Maybe not in the future. Ja, aber das sind so, wie soll ich sagen... Ja, man lernt noch was.
das sind so Sucky-Gigs, wo du sagst, okay, gut, die machst du einmal und da weißt du, das ist gar nicht lauernd und sollte da wieder was sein, gehe ich einfach nicht hin. Oder sollte, ja, sollte die Band fragen, dann komme ich halt nicht mehr. Oder, genau. Ja. Na, und hin und wieder hat es auch einfach so Sachen gegeben, wo man mit jemandem zusammenarbeitet und dann einfach während der Zusammenarbeit, wo man merkt, so, oh, die sind mühsam geworden. So zart. Ja, und das, okay, hätte man irgendwie. Kann man das selber was machen, dass man den Drive aufrechterhält und sagt, na okay, gut, wie kann ich die anderen jetzt motivieren, dass es nicht zart wird? Ich finde, das ist schwierig, weil ich meine. Du musst dir denken, als Music Producer musst du das die ganze Zeit machen. Ja. The hell, oder? Da sitzt der andere da, so, ja, wie du jetzt, ja, und du musst ihn auf diesen dünnen Grat halt halten. Generell mit. Ja, es geht besser und ja, du bist eh gut genug. Ja, ja, quasi. Das können wir nehmen, oder? Ja. Nein, aber jetzt, egal mit was ich mache, und das ist vielleicht auch etwas, was ich einfach aus dem Job gelernt habe, man muss wirklich extrem deutliche Rahmenbedingungen schaffen. Und klare Sprache sprechen. Diese sehr, sehr gut kommunizieren. Voll. Und da geht es jetzt von so spät bin ich da, das mache ich für euch, so schaut's aus, das ist alles dabei, dann ist es fertig. Und so viel kostet es oder kostet nichts. Lauter solche Sachen, muss immer wirklich Klartext sein. Aber trotzdem kann es dann immer noch so sein, dass es irgendwie währenddessen sich einfach herausstellt, dass die Zusammenarbeit nicht passt. Und ich glaube, da ist es dann sehr schwer, noch was zu machen. Da denke ich dann immer lieber, okay, passt, habe ich versucht, hat nicht geklappt. Weiß man für die Zukunft. Muss ja auch nicht mit Absicht sein. Manche Leute sind einfach, wie sie arbeiten, nicht kompatibel. Und manche Leute verstehen es einfach nicht. Das gibt es natürlich auch. Muss man auch so ehrlich sein. Das ist korrekt. Ne? Ja. Jetzt sind wir eh schon beim Regrets-Thema. Voll. Gibt's? Alter, hast du irgendwelche musikalischen Erfahrungen, wo du sagst, das bereue ich? Ja. Kann jetzt alles sein von, ich hätte dieses Pedal nicht verkaufen sollen und ich hätte dieses Pedal nicht kaufen sollen. Okay, nein. Oder ich hätte diesen Gig nicht spielen sollen. Ich habe tatsächlich was, und zwar, das war zu meiner Devastating Enemy Zeit, wo ich, also der Band war ich von A bis Z komplett verschrieben. Das war mein major thing, ja. Das war das, was am meisten Spaß gemacht hat und das war das, was am allerwichtigsten war. Und ich habe ein Angebot bekommen von einer international etwas bekannteren Band, Uneven Structure aus Frankreich, weil die auf eine Tour gefahren sind mit den Textures. Ne? Mhm. Rest in Peace, Textures, gibt es leider nicht mehr. Großartige Band. Und die habe ich eben gekannt, eben über dieses Euroblast Collective. Damals hat es noch nicht so geheißen, damals war es halt nur das Euroblast. Ja. Und die Band habe ich halt supportet mit Fotos machen und die waren auch ein paar Mal in Österreich und da war ich immer dort und halt Kontakt gehalten, bla bla bla. Ja. Und die haben halt gewusst, okay, gut, ich spiele Bass und ich spiele ganz okay Bass. Ob ich nicht ihre Sachen lernen wollen würde und nach Frankreich dort eine Probe und dann mitfahren. Mhm. Und da hat es aber eine Terminkollision gegeben mit den Enemies. Ja. Mhm. Und auch meine Bandkollegen haben gesagt, na, dann mach das. Ja, die waren super, super verständnisvoll. Also, bist du blöd, wenn du es nicht machst. Also, so, na, das war sehr stark gemacht, weil es war auch eine relativ kurzfristige Sache. Mhm. Ja, also kurzfristig im Sinne von 2 oder 3 Wochen, ich weiß nicht mehr genau. Und das war so, ja, tu es halt. Also, nein, unser Gig steht schon länger und ihr seid meine Band und obwohl das und da, da, da. Und ja, aber ein Teil von mir hängt natürlich nach und sagt so, Alter, du wärst mit einer deiner Lieblingsbands gemeinsam auf die Bühne gegangen und hättest einer deiner Lieblingsbands auf der Tour supported. Ja. Und ich glaube, dieses Fear of Missing Out hat dazu geführt, dass ich dann jetzt einige lokale Bands halt dann einfach supportet habe und gesagt, na, die fragen mich,
Na, natürlich steige ich ein und spiele mit euch. Ja, natürlich lerne ich das jetzt. Okay, also eigentlich fast ein Doppel-Regret oder bereust du diese lokalen Bands gar nicht? Ach so, okay, dann habe ich dich falsch verstanden. Nein, gar nichts davon. Ganz im Gegenteil. Super leibend, weil das ist natürlich die volle Ehre, wenn irgendeine Band daherkommt und sagt, hey, magst du mit uns nicht spielen? Ja, das wäre unhöflich, Nein zu sagen schon fast. Ja. Mhm. Und außer es geht sie nicht aus, weil es zu kurz ist oder zu, aus welchen fadenscheinigen Gründen auch immer, dass ich dann schon so oft, wie es halt ging, gesagt habe, of course. Ja, weil das ist die Möglichkeit, in eine andere Band hineinzuschauen, was zu lernen, neue Musik zu lernen, ein Ziel zu haben. Und man sagt, wie viele Session-Jobs macht man oft? Man macht dann 1, 2, 3 Gigs und dann steigt man eh ein, fix in die Band. Als Schlagzeuger. also das hat dazu geführt, dass ich mich motiviere und mich push bei anderen Bands auszuhelfen. Aber Uneven Structure, das wäre cool gewesen. True Story. Hast du noch Kontakt zu ihm? Nicht mehr so intensiv wie früher. Nicht mehr so intensiv. Aber ich habe mit einem von ihm, mit dem Auré, aber der ist nicht mehr aktives Mitglied, glaube ich. Vor nicht allzu langer Zeit, der hat angefangen zu fotografieren. Mhm. Und ich habe seine Fotos gesehen und er hat gesagt, bam, that's the shit, bro. Ja. Und er schreibt mir halt zurück und sagt so, ja, meine alten Fotos haben ihn auch immer inspiriert in Sachen Color Grading und so. Und dann habe ich gesagt, okay, das macht perfect sense, dass es ausschaut. Ja. Und ja, das ist halt so mindblowing, wenn du Leute, die dich inspirieren, ja, und die du feierst, ja, und du machst es für die und irgendwann kommen die auf einmal zurück mit dem, ja, aber du hast mich da auch mit auf diese Art und Weise inspiriert und auf einmal so, puff, und Friends. Ja, der Igor von Uneven Structure macht ja auch immer ihre Musikvideos und so. Der macht das. Bomben-Musikvideos. Ja, ich hab ihn einfach schon mal angeschrieben, deswegen. Unfassbar. Ich vermute, er hat mir zurückgeschrieben, weil er gesehen hat, Mutual Friend Jörg Wager. Also. Na. Hast du in der Hinsicht Regrets eher so von deinen Support-Aktivitäten, also jetzt nicht wirklich so als reiner Musiker, sondern in deine Support-Tätigkeiten? Nein, Live-Spielen ist immer geil. Nein, ich meine jetzt von Fotos machen oder so, Fotos irgendwas machen. Planen oder was auch immer. So halt die Support-Sachen. Ja, das ist also Regret. Es ist nicht wirklich ein Regret, weil es eine geile Story ist. Die kennen wahrscheinlich eh viele Leute. Da war eine Black Metal Band mit einem Shooting auf einem Berg und danach eine Woche krank und so, weil es war Winter und so weiter und so fort. Und da bin ich ein bisschen mit meinem damaligen Fotokollegen, der Julian Förser, seines Zeichens jetzt Werbegrafiker und absolutes Creative Genius Guy. Mhm. Ja, sind wir gemeinsam in der Wachau auf eine Ruine gerade im Winter. Nur damit wir von einer Black Metal Band. Ich meine, die Fotos waren wirklich, wir haben es echt im Nachhinein haben wir es genossen und gesagt, hey, das schaut echt geil aus, weil das sind wirklich so 4 Dudes und dahinter verschneite Wälder bis zum Horizont und das ist schon true cult. Ja. Aber was it worth the effort? Weil wir haben geglaubt, okay, gut, wir fahren da hin, schießen und fahren wieder heim und wir haben den ganzen Tag verschießen. Den ganzen Tag. Und wir haben geglaubt, wir fahren bis zur Ruine, aber wir haben am Berg steigen müssen und so. Ja. Das war, oh, Jesus Christ, ja. The cold. Das ist übrigens auch noch etwas, wo ich sage, das mache ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich als Regret bezeichne, aber es ist mir schon öfters passiert, dass ich ein Bandshooting oder ein Fotoshooting generell hatte. So, ja, passt. Und dann gehen wir dorthin und machen wir Fotos. Das ist hier gleich um die Ecke. Ja. Nein, nicht einmal das. Also. So, dort ist cool. Und dann kommst du dort an, so, ja, okay, und wo ist jetzt diese leibende Spot? So, ja, weiß ich nicht. Ich habe mir gedacht, da gehen wir jetzt einfach und dann finden wir was. Ja. Also, zum Glück sind wir im Wald, weil da werden sie eure Überreste nie finden. Nein, also Joke or is it? Das sind schon Sachen, da habe ich jetzt immer meine Bedenken und bin ich zurückhaltend, aber. Ja. Das finden wir, das machen wir dann schon. Ja. Das sind Sätze. Nein, Red also, Flags. Ja, da weiß ich im Vorhinein so, I'm gonna regret this. Ja. Nein, natürlich ist es auch. Oder sagen wir so, die Wahrscheinlichkeit, dass was Cooles rauskommt, ist relativ gering.
Ne, so hin und wieder, also wo du jetzt nicht Ur-Effort dann reinhauen musst, ne, wo du dann rein zufällig die blaue Lagune findest, ja, dort auf einmal, oh, da können wir Fotos machen, die hat noch niemand gesehen auf dieser Welt. Ja. Ja. Nein, ich weiß nicht, ob der Vergleich aufgeht, aber in meinem Hirn schon. Es ist für mich das Äquivalent zu, ja passt, treffen wir uns im Studio und dann jammen wir halt einfach. Und weißt du, dieses, schauen wir, vielleicht was haben wir einen Song. Ja, ja, I don't know. Tricky. Aber wir sind das ja ähnlich. Planen. Zu viel wie geht. Und 10% Wiggle Room lassen, für, damit du dich nicht komplett zunagelst. Ja, ja. Nein, es muss eine eingeplante oder kalkulierte Kreativitätsmöglichkeit geben. Auch was ist geplant? Ja, voll. Aber dieses und was, da können wir vielleicht noch was ändern. True story. Ja. Ich glaube, eigentlich sind wir mit unseren Sachen durch für heute, oder? Haben wir das? Hast du noch ein bestimmtes Etwas, was du loswerden möchtest? Eigentlich nicht mehr. Es war sehr, sehr, sehr spannend, über sowas zu reden, anstatt jetzt irgendwas, wo wir jetzt definitiv über Szene-Support quatschen, sondern das war eigentlich schon relativ persönlich für unsere Verhältnisse irgendwie. Ich meine, ja, wie gesagt, viele Leute kennen, haben eh schon mal ein paar Stories davon gehört, wenn nicht die alle. Und ja, aber es ist trotzdem spannend, das einmal so noch einmal zu rekapitulieren und darüber zu reden. Ja, im Übrigen, der Tipp ist vom Herrn Victor so umgekommen, der wirklich gesagt hat, so okay, gut, was regretten wir? Da ist, spannendes Thema. Das werden wir ein bisschen bequatschen. Ja. Aber genau, noch Frage hinten nach. Heißt Regret dann auch, dass du dem jetzt auch wirklich emotional nachhängst und wo es vielleicht schwache Momente gibt, irgendwann einmal, so random, oder du, keine Ahnung, so ganz typisch, du liegst irgendwann einmal, willst schlafen gehen, liegst da all snug und auf einmal kommt dein Hirn und so, hey, remember that one regret? Bitch! Und dann auf einmal rennt dein Kopf Kino und du bist dort. Also um es jetzt Musik bezogen, nein, ich kann eigentlich gar nicht. Ich meine jetzt eh nicht so. Ich kann eigentlich pauschal sagen, dass ich sowas nicht habe. Ist es dann ein Regret, wenn man dem emotional. I don't know. Es ist schon so, wenn man darüber redet, dann gibt es schon eine emotionale Regung und denkst, na, schon schade. Und dann bin ich schon ein bisschen downer, aber es hauntet mich jetzt nichts. Ja. Also definitiv nichts, was jetzt so schwer wiegt. Ich glaube, alles, was ich in meiner kreativen bzw. musiknahen Karriere jetzt erlebt habe, ist für mich eher ein, cool, ich habe was daraus gelernt und manches ist halt nicht so aufgegangen, wie ich es mir gehofft hätte. Sind zumindest coole Stories dabei. Ja, voll. Ja. Ich meine, natürlich gibt es immer so Sachen wie, ich hätte vielleicht doch früher Instrument lernen sollen, weil wer weiß, was dann wäre. Okay. Aber das ist jetzt, das ist nicht etwas, wo ich am Abend wach im Bett liege. Ja, ja. Ich habe halt jetzt meinen Spaß damit. Plus, du hast ein ganz anderes Mindset. Ne? Ja, voll. Und du gehst das etwas kalkulierter an. Und ich meine, ja, du lernst ein neues Thema, aber du musst nicht lernen zu lernen. Mhm. Ja, das kannst du in der Zwischenzeit schon sehr gut. Ja, sagen wir so. Aber ja. Das war's für heute, finde ich. Sehr, sehr, sehr aufschlussreich. Musiknah, aber nicht so viel. Voll. Direkt. Lass uns wissen, ob das cool ist oder nicht. Erstens, also schreibst du, was regrettet ihr, wenn es euch traut, dass irgendwer liest oder schickt uns das. Das würde mich interessieren, welche Regrets haben so die Musiker in unserem Fahrwasser, die wir noch kennen. Alrighty, tun wir das. Also, bis dahin, click like, subscribe, ring the bell. Yeah, whatever. do whatever. Share it or not, I don't give a shit. Yeah. Und ja, stay big. Das war mal ein Abschluss. Fuck yeah, nach einem Jahr können wir's. Oh Lord. I need new water. New water. Ah, warte.